Der KW-Kirche Adventspottländer. Heute Türchen Nummer 7. Heute ist der Gedenktag des heiligen Ambrosius. Ambrosius ist einer der vier großen lateinischen Kirchenväter. Er wurde als Sohn des römischen Präfekten in Trier geboren und trat zunächst ebenfalls in den staatlichen Dienst ein. 374, nach dem Tod des Mailänder Bischofs, vermittelte er zwischen streitenden Parteien. Prompt wurde er selber zum Bischof gewählt, obwohl er noch nicht mal getauft war. Fortan nahm er sich der Theologie an, besonders dem Studium der griechischen Väter. Er führte sein Bischofsamt mit großer Sorgfalt und Klugheit. Er erwies sich als guter Seelsorger und begnadeter Prediger, der den Glauben verteidigte. Ambrosius, eine Person, die mich, je mehr ich über ihn nachdenke, umso mehr beeindruckt. Er erwies sich als guter Seelsorger, als begnadeter Prediger. Damals wie heute sind, finde ich, gute Seelsorgerinnen und Seelsorger und interessante Predigen wichtiger denn je. Die Kirchen werden immer leerer, vielleicht auch, weil die Predigten einen häufig nicht mehr mitreißen. Und wie sieht es mit der Seelsorge aus? Für die Senioren ist die sicherlich noch da, aber für die Kinder und Jugendlichen, die haben den Bezug zur Kirche verloren, die fehlen in den Gottesdiensten, immer weniger Kinder nehmen am Religionsunterricht teil. Und wenn sie im Religionsunterricht dabei sind, dann folgen sie dem nicht unbedingt, sondern schauen lieber heimlich unterm Tisch auf das Handy, was es gerade Aktuelles bei TikTok und Insta gibt. Es ist nicht mehr nachvollziehbar für diese Kids, dass die Geschichte von damals, von vor über 2000 Jahren, noch heute immer gilt, noch heute immer aktuell ist. Ich gebe zu, bis ich mit meinem Theologiestudium angefangen habe, habe ich es auch nicht so wirklich glauben wollen. Aber seitdem ich in der Bibel lese und lerne, stelle ich fest, die Texte, die da aufgeschrieben stehen, die haben heute immer noch Aktualität. Kinder und Jugendliche sollten demnach mehr in der Bibel lesen. Mit einem guten Lehrer, einer guten Lehrerin, einem guten Seelsorger, einer guten Seelsorgerin werden Schülerinnen und Schüler Geschmack finden an diesen alten Buchstaben, an diesen alten Schriften. Sie werden sehen, dass dort sehr wohl Bezüge zu heute zu finden sind, in jedem einzelnen Satz der Bibel. Ambrosius, er hätte sicherlich das richtige Rezept. Er war ein guter Vermittler. Auch in Zeiten, wo wir von Corona gebeutelt sind und sich Impfgegner und Impfbefürworter gegenüberstehen. Personen wegen 2G nicht mehr shoppen gehen dürfen, da braucht es wahrscheinlich so jemanden wie Ambrosius. Die Gesetzeskeule ist vielleicht nicht das richtige Mittel, es ist zurzeit aber vermutlich das einzige Mittel, um einigermaßen Normalität wieder in die Welt zurückzuerhalten. Vielleicht würde es aber mit einem guten Vermittler, wie Ambrosius einer war, auch heute noch leichter sein, Menschen davon zu überzeugen, sich vielleicht doch die Spritze setzen zu lassen. Heiligabend ohne Gottesdienst? Das muss nicht sein. Wir bringen Ihnen den Gottesdienst in Ihr Radio. Am 24. Dezember sendet KW Kirche vom Bürgerfunk Recklinghausen e.V. in Kooperation mit Radio Fest einen besonderen Radiogottesdienst. Impulse, Andachten, Gebete, natürlich die Weihnachtsgeschichte und Musik von Klassik bis hin zu modern. Wir versüßen Ihnen den Heiligen Abend. Der Radiogottesdienst startet um 20 Uhr. Wir freuen uns schon jetzt auf Sie. Der KW-Kirche Radiogottesdienst. Heiligabend um 20 Uhr.